was in Deutschland viele Gründer und Leute, die digital was bewegen könnten, stört, ist diese Nulltoleranz für Fehler. Wir haben immer noch diese Mentalität, wir müssen das jetzt ordentlich und richtig machen und dann muss das ein Leben lang halten. Versus, wir probieren jetzt einfach mal was aus und wenn das nicht funktioniert, probiere ich 3 weitere Dinge aus. Also ich glaube, das müssen wir lernen, da müssen wir auch in den Köpfen flexibler werden und dann funktioniert das auch mit der digitalen Ökonomie. Die eine Sache ist, wenn ein Unternehmen solche Strukturen aufbaut, wie beispielsweise, ich mache jetzt einen Inkubator auf und setze da irgendwie Leute rein. Die andere Sache ist tatsächlich, die Kultur zu verstehen und zu verstehen, was Individuen heute wollen. Wie wollen die überhaupt arbeiten? Was sind deren persönliche Wertesysteme? Und da merkt man immer wieder, dass da immer noch 2 vollkommen unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Was ganz oft genannt wird als einen Punkt, der vollkommen nicht zusammenpasst, ist, dass diese neue Generation zum Beispiel sowas wie Office Politics komplett verabscheut. Das finde ich furchtbar. Das empfinden die auch als Zeitverschwendung, als unnötige, also das ist einfach ein riesiger Effizienzfresser aus deren Sicht. Und das ist was ein Konzern natürlich immer noch mit sich bringt. Da kommen die auch so schnell nicht raus. Also ich glaube, da ist und bleibt eine Hürde. Das zweite ist einfach grundsätzlich dieser ganze Bürokratieapparat. Entscheidungen dauern sehr lange, sind wenig autonom. Man muss sich irgendwie absichern innerhalb eines Konzerns. Also das sind, glaube ich, so die Punkte, die am meisten kollidieren an der Stelle. Auf lange Sicht muss sich das zusammenfinden, weil Unternehmen, wenn man sich die Ökonomie, die vorherrschende, als ein Netzwerk vorstellt, das basiert auch auf tatsächlichen Netzwerken wie dem Internet, kann ich da nicht reingrätschen mit etwas, was eher wie eine Pyramide aufgebaut ist und was sehr top-down funktioniert. Das heißt, die Unternehmensstrukturen müssen sich den Strukturen der Netzökonomie anpassen. Das ist zum einen ganz wichtig. Zum anderen muss man, glaube ich, eher in so modularen Lösungen denken. Also ich brauche kleinere, autonome Units, die auch relativ eigenständig agieren können. Was man da aber nicht vergessen darf, ist, dass trotzdem ein gemeinsames Ziel da sein muss. Und das muss von dem Unternehmen vorgegeben werden. Das heißt, ich muss eine Zieldefinition haben, mit der sich auch alle identifizieren können, der alle folgen. Und innerhalb, und je besser ich dieses Ziel definiere, desto mehr können die Individuen auch autonom handeln. Dann ist es abgesegnet, die müssen sich nicht nochmal rückversichern und können einfach ihr Ding machen und alle diesem Ziel zustreben. Ich glaube, das ist ganz wichtig.